Wir gucken jetzt auf jeden Fall meinen Kleiderschrank, alle Sneaker Part 1 von Justin an. Und ich bin gespannt. Ich denke, vieles davon werden wir schon kennen. Aber vielleicht gibt es noch die ein oder andere Backstory dazu. Peace Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute mal ein ganz besonderes Video, weil ihr bekommt Einblicke in meine Wohnung bzw. in meinen Kleiderschrank. Es ist sozusagen ein Teil der Kleiderschranktour, weil der ziemlich groß ist. Wir stehen gerade drin und vorab muss ich sagen, ich weiß, dieses Video ist nicht sonderlich professionell. Es tut mir leid, dass ihr dieses Ringlicht seht. Ich habe kein anderes Licht. Es tut mir leid, dass es hier noch ein bisschen schmal ist. Ich erkläre euch ganz kurz, was hier noch abgehen wird. Aber ich dachte mir, die Sneaker-Tour, die mache ich jetzt schon mal. Also, das hier ist mein begehbarer Kleiderschrank. Der ist begehbar, es ist halt eine lange Reihe. Hier, das ist ein bisschen enger als da vorne. Die Sache ist, ich würde gerne, weil hier daneben ist noch ein Raum, also hier hinter kannst du reingehen, und ich würde gerne diese Wand hier komplett einreißen und einen riesigen Kleiderschrank draus machen, weil ihr könnt sicherlich verstehen, wenn man jeden Monat for free auf Farfetch shoppen darf, wenn man sich jeden Monat on top auch noch irgendwelche Sachen kauft, dann wird es hier langsam eng. Und da wird ganz schnell eng, ich sag ehrlich. Das ist schon, also ihr seht, hier habe ich meine Caps und so weiter, hier sind Klamotten, da sind Klamotten, da sind Klamotten und am Ende sind Klamotten. Dann hängen hier oben die ganzen Hosen und Caps und Weekender. Es ist aktuell wirklich eng hier drin und ich bin super froh, dass ich mir sowas ermöglichen konnte, einen begehbaren Kleiderschrank zu machen. Aber es wird Zeit, ihn auszuweiten, deswegen werde ich hier alles neu machen, dieses komische Grau und so, das war schon so, als ich hier Wohnung gekauft habe. Und ich werde mir da von einem Schreiner was richtig, richtig Nices anfertigen lassen. So ein bisschen im Style wie von meinem Wohnzimmer. Ich blende euch mal ein Foto ein, damit ihr das auch... No joke. Unfassbar schön. ...mal gesehen habt. Und ich finde, mein Wohnzimmer ist wirklich super, super nice geworden. Und genau in dem Stil möchte ich auch einen riesigen Kleiderschrank hier draus machen, damit das Ganze etwas nicer aussieht. So, wir reden gar nicht lang drum rum, deswegen die Belichtung ist hier auch noch nicht krass, es sieht auch noch nicht überheftig aus, aber es ist wenigstens ein Platz, wo alle Schuhe hinpassen, die ich gerne trage. Der Rest ist im Keller, was will man machen? So, ich würde sagen, ich zeige euch nicht alle, beziehungsweise ich kann euch jeden mal rausholen, no sexual, aber ich werde nicht lang drauf eingehen. Ne? So, ganz oben, die seht ihr jetzt gar nicht, habe ich meine Travis Passage, sag ich mal. Da haben wir Schuhe wie den olivgrünen Travis Scott Jordan und den braunen Travis Scott Jordan. Ich habe am Anfang den hier viel mehr gefeiert, aber in letzter Zeit habe ich den ab und zu rausgekramt und den hier gar nicht. Deswegen würde ich sagen, ist das aktuell ja, mein Favorite Modell, der Travis Jordan 6er. Dann haben wir die Travis Scott Jordan 1, sollte wahrscheinlich jeder von euch kennen. Ich weiß, by the way, aktuell gar nicht den Wert der ganzen Schuhe. Falls jemand in den Kommentaren Langeweile hat, kann er das gerne machen. Ich will es wahrscheinlich auch gar nicht wissen, weil natürlich einen Großteil davon hat man vielleicht auch zugeschickt bekommen, aber vieles davon hat man auch selbst gekauft, deswegen ja. ich will gar nicht wissen, was das... Ja, ist bestimmt schon das ein oder andere teure Auto auch wert, was da im Kleiderschrank alles hängt. Es geht so schnell. Unfassbar. Hier alles wert ist. Dann haben wir hier noch einen Travis Scott Dunk. Den hatte ich gar nicht so oft an. Den hier habe ich viel öfter getragen. Aber ja, ist halt cool für die Collection. Deswegen nimmt man den natürlich mit. By the way, falls ihr euch fragt, wo die ganzen anderen Schuhe sind, die ich in Fashionpack Openings vorgestellt habe, da in dem anderen Raum, wo ich halt noch hier die Wand einreißen will, da ist das gleiche Regal nochmal auf der Seite. Und da stehen halt so die Schuhe drin, die ich nicht so oft anziehe wie hier die. Um das Travis Scott Thema abzuhaken, nehmen wir die letzten beiden Travis Collabos. Wir haben hier einen Air Force One in der Travis Collabo mit diesen abnehmbaren Glänzeteilen. Und das ist auf jeden Fall einer meiner Favorite Sneaker, obwohl ich die in letzter Zeit nicht mehr so oft... Ist so ein cleaner Sneaker, den kann man everyday tragen. ...oft getragen habe, weil dieses Äußere hier, das ist wie auf so einem Canvas oder keine Ahnung, wie man das nennt, also so Stoff. Und ihr seht, die Creases, die sieht man leider sehr, sehr krass und das stört mich ernst. Die Rubber-Sohle finde ich sehr, sehr nice. Und dann gibt es hier vorne noch diese Grills drauf. Also das ist wirklich einer meiner Favorite Schuhe. Habe ich aber in letzter Zeit nicht mehr so oft angehabt. Dann nehmen wir hier denn auch noch. Das ist der Travis. Ich bin ja gar nicht so Jordan, Dunks, bla bla. Ich bin ja gar nicht so der Typ dafür, weil ich so, ich habe einen Air Force und ich glaube, das war's mit meinen Nike-Schuhen. Ach ne, ich habe noch den Sakai. Und dann war's das mit meinen Nike-Schuhen. So, aber ich finde den irgendwie unnormal schön. Also was heißt unnormal, aber ich finde den schön. Besser als der High zum Beispiel. Viel, viel besser als der High. Scott Dunk X Fragment. Ein sehr, sehr geiler Schuh. Den High davon habe ich leider nicht bekommen. Den habe ich so zugeschickt bekommen und das ist übertrieben. Ja,
Worth it. Definitiv worth it. Reicht vollkommen. Der heißt, ist okay so, aber irgendwie, der gibt mir mehr am Fuß. Team nice, also wirklich nochmal vielen Dank an alle, die mich auf dem Weg hier begleiten, dass man einfach mit Videos und so weiter, ja, Schuhe, für die man eigentlich super viel Geld bezahlen müsste, sich ja for free aussuchen darf. Das ist wirklich unfassbar nice und das ist eine der krassesten Sachen, die ich so daran schätze, weil Das ist nicht mein Film. Das ist deren Film so. Und finde ich nice. Ist halt, ich glaube, ja doch, so Willi, Justin, Jason. Jetzt fallen mir nicht mehr Leute ein, sag ehrlich. Aber das ist so deren Ding. Und die machen das auch unterschiedlich jeweils. Ist aber nicht meins. Ich habe so einen richtig schwierigen Schuhgeschmack. Selbst schwierig für mich. Schwierig, ich sag ehrlich, sogar schwierig für mich. Weil ich mag eigentlich nur, und das mag vielleicht sehr komisch klingen, ich mag eigentlich nur Sneaker, die mit Designern gemacht werden. Und das heißt nicht mal, dass die Hype haben müssen oder teuer sein müssen. Die können auch für Sneaker relativ günstig sein oder normal gepreist sein, so. Ich mag die eigentlich in der Regel nur. Sei es jetzt ein Essex mit GmbH, ein Essex mit Kiko Kostadinov, Nike mit Sakai zum Beispiel. Ich finde die neuen auch super, super nice. Mit Jean-Paul Gaultier und Sakai. Ja, aber nee, ja, wie gesagt, ich mag eher so solche Sneaker, wo ich sage, okay, die sind in Kombination mit einem Designer, der mir gut gefällt und der hat einen coolen Sneaker. Und nicht mal alle. Zum Beispiel Kiko Kostadinov hat für mich mit Essex ein paar echt hässliche Essex rausgebracht. Und ein paar, die sind unfassbar. Auch von der Color Coordination und Color Combination. Manche sind unfassbar, wo ich immer noch denke, boah, ich muss den haben. weil ihr wisst, ich begeistere mich schon ernst lange jetzt für Klamotten und für Sneaker und sowas ist super kostspielig und da ja, tut das schon gut, mal zu wissen, dass man auch sowas hier mal einfach so bekommt. Wirklich, ich schätze das sehr. So, gehen wir dann aber in der richtigen Reihenfolge weiter. Ich habe jetzt nur hier nach unten Der gegriffen. ist auch zum Beispiel hart. Ist auch so ein Sneaker, den ich eher rocken würde. Den habe ich. Den, ich liebe den. Ich liebe den. Comme des Garçons mit Nike Air Force One, den ich meine halt. Ich feiere den des Grauens. Und das Ding ist, dass so ein Sneaker, ich könnte den Daily anziehen. Daily, Daily, Daily. Den habe ich im Resale gekauft, aber nicht Resale bezahlt. So nämlich. So Move ist das. Weil da der Travis Scott dank war. Dann haben wir hier ein New Balance 550 in der Aimé Leon d'Or Collabo. Ist noch komplett Deadstock. Also ich hatte ihn, also ich habe ihn bei StockX bestellt, den habe ich mir selber gekauft und hatte den aber noch nie an. Ich habe den auch mal hier in der Wohnung anprobiert. Bisschen, Ja, ich sag ehrlich, den würde ich auch, glaube ich, tot rocken. Das Ding ist auch, ich bin zum Beispiel, aber ich glaube, Justin auch, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Ich liebe weiße Schuhe oder Cremeschuhe. Ich liebe das. Ich liebe weiße oder Cremeschuhe. Sneaker, meine ich jetzt. Vor allem. Und hab zum Beispiel eher ein Problem, wenn die All Black sind. Dann die. Ich schaue über den Rücken. Bei All Black Sneakern. Und bei dem Comme des Garçons, der ist ja, den gibt es ja auch in All Black. Da habe ich sogar kurz überlegt, habe ich kurz überlegt, auch zu sagen, boah, ich schieße den auch in All Black. Aber All Black, ich weiß nicht, tönt mich nicht so. hier drin rumgelaufen, dazu entschieden, dass ich ihn behalte. Irgendwie habe ich noch nicht das richtige Outfit für mich dafür gefunden. Ist auch der einzige New Balance Schuh in meinem Kleiderschrank. Und ich glaube, das bleibt doch erstmal so. Dann haben wir hier einen Schuh. Unterschätzt den Jount New Balance nicht. Nicht den neuen, weil der kommt jetzt auch in All Black raus, aber alte Version. Auch unfassbar schöner New Balance. Wirklich super, super tot gerockt ist. Ihr seht schon, da sind diverse Spritzer drauf und Knicke und so. Und Casablanca New Balance auch heavy, heavy. Der ist auch so beautiful. den muss man auf jeden Fall nochmal neu holen. Das ist so ein geiler Schuh. Der Off-White Jordan 4. Es ist einer meiner Top 3 Schuhe. Deswegen wird er hier natürlich auch nochmal besonders gekürt. Mit einer Krone, sag ich mal. Und deswegen, ja, das ist einfach super, super crazy. Ich liebe diesen Schuh, ich liebe die Silhouette, ich liebe die Farbe. Ich finde die Collabo besonders und liebe das natürlich, dass sie etwas seltener sind, sodass man den nicht so oft auf der Straße sieht. Heftiger Schuh,
sehr, sehr, sehr krass totgerockt. Dann haben wir hier einen Schuh, der super, super besonders ist. Das ist eine Custom-Anfertigung für mich von Edmund Loy. Shoutout. Irgendwas hat der Schuh, aber auch irgendwas hat er gar nicht für mich so. Ich weiß, ich kann es nicht genau sagen. Es ist irgendwas vielleicht mit der Farbe. Ich weiß es nicht. Irgendwas hat er, aber auch irgendwas hat er gar nicht für mich. Geht raus. Er hat jetzt ein paar neue Editionen davon rausgebracht. Er ist mittlerweile immer größer auf Instagram geworden. Freut mich sehr, sehr krass. Aber ich habe hier eine OG. Der hat auch mit, ich meine, der macht auch viel mit Antoni, den Bro. Edition. Mittlerweile schneidet er die Schuhe auf und webt diese oder legt das Material von diesen Knochen so da rein. Meine sind als Patches draufgenäht und das gefällt mir viel, viel, viel besser. Deswegen ja, bin ich froh, hier so ein OG davon zu haben. Ich hatte ihn draußen, glaube ich, einmal an, wie ihr seht. Und ist aber auch eine schwere Farbe. Rote Schuhe, kritisches Pflaster, aber auch ein sehr cooler Schuh. Und nice, dass der in meiner Sammlung ist. Dann haben wir hier einen Schuh, der meiner Meinung nach viel zu günstig ist. Also wenn man vergleicht, welche Schuhe heutzutage teuer sind, so dann gehört der jedenfalls nicht zu den teureren. Und es ist einfach ein übertrieben geiler Schuh. Der ist unfassbar. Dieser Schuh ist unfassbar. No joke, dieser Schuh ist unfassbar. Unfassbar. Der ist so basic, aber hat trotzdem was. So, weil ich feiere den Schuh des Grauens. Des Grauens. Also wirklich, ich würde den tot rocken. Und das fuckt mich ab. Es ist ein Comme des Garçons Air Force One Mid. Der einzige Air Force One Mid, den ich besitze. Es ist aber ein nicer Colorway. Es ist irgendwie ein geiles Schuhkonzept, weil du kannst mit Air Force nichts falsch machen und hast da aber wie so Patchwork drauf. Also wie so ausgeschnittene Lederteile, die dann im Nachhinein draufgenäht wurden. Und das ist auf jeden Fall super kreativ und gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen auch einer meiner Favorite-Schuhe. Kommen wir dann zu einem Schuh, der eine Zeit in Deutschland super krass geprägt hat. Es ist ein Jordan 1. Kein gewöhnlicher, sondern aus der Off-White Collabo. Es kam damals The Ten raus, Nike X Virgil Abloh, also Off-White. Safe, safe, legendary Schuh und der geht wahrscheinlich auch in die Schuhgeschichte ein. So, weil es glaube ich auch der Schuh, der am meisten präsent war, insgesamt von den Ten. Da sind Schuhe rausgekommen, die unfassbar gehypt waren. Ich habe 2 von 3 Colorways vom Jordan 1. Es gab ja einen weißen, einen türkisen, einen roten. So sieht der aus. Und ich finde, das sind beides super geile Schuhe. Richtig gut. No joke. Sogar ich würde die haben wollen. Und ich mag, bin nicht so der große Jordan oder Träger. So, aber in Rot, so auf locker, ja, könnte man schon machen. Ich glaube, ein paar Outfits könnten klar gehen. Und wäre vielleicht auch so ein nicer Mix-Match aus wirklich harten Streetwear und dann so den Stuff, den ich trage. Vielleicht mit so Hider-Stuff oder so. Schuhe habe ich safe schon über ein halbes Jahr nicht mehr angehabt. Aber es sind einfach Ikonen und die darf man nicht verkaufen, wenn man jetzt nicht unbedingt ein bisschen Geld machen will oder Geld braucht. Weil die einfach zu einer geilen Sammlung dazugehören. Und deswegen ja, stehen die immer noch hier bei mir. Und ich finde die nach wie vor sehr cool. Vielleicht kommt mal wieder die Zeit, wo man die etwas häufiger auspackt. Kommen wir dann zu einem Schuh, der wirklich relativ unbekannt ist und super underrated ist. Und ich würde auch sagen, er gehört zu meinen Top 3 Schuhen. Es ist... Top 3 Schuhe, okay. Ihr wisst, Fugazi. Ist doch, ja, Fugazi. Doch, Fugazi. Einfach crazy. Ich liebe diese Silhouette. Ihr wisst, Jordan 1, geile Silhouette. Aber ich ziehe Jordan 1 nicht mehr wirklich oft an. Weil man Fugazi One in the Chamber, so heißt er ganz genau. Hat die einfach sehr oft getragen und oft gesehen. Deswegen ist es bei mir ein bisschen zurückgegangen. Das hier hat trotzdem irgendwie die Jordan 1 Silhouette und ist halt was Besonderes. Der Schuh ist von Fugazi, also das ist kein Jordan 1. Das hat mit Nike nichts zu tun, nur dass sie halt das Design geklaut haben, gefaked haben. Ich meine, die Marke heißt Fugazi so, man kann nicht böse sein. Der heißt One in the Chamber und hat hier eine Pistole drauf. Hier sieht man es nochmal besser. Hier ein Patron, hier so ein graues Paisley-Muster. Und ich finde, dieser Schuh, den kannst du auf fast jedes Outfit anziehen. Einfach, weil der so ein Creme-Weiß hat und dann so ein helles Grau. Also bei Fugazi, ich muss ehrlich sagen, no joke, no joke. Und halt auch in diese Richtung, die die gehen, auch übelst nice, obwohl das hier schon hart, hart. Das hier ist schon sehr hart, Ref, OG Ref. Also ja, so, ich will jetzt nichts sagen, so, weißt du meine? Ist ein blauer Print, aber so, da. Ist schon sehr ähnlich.
Aber ich finde, grundsätzlich haben die trotzdem ein paar richtig gute Sachen. So, die machen schon ein paar richtig gute Sachen so. Auch hier die Schuhe und wie die das vermarkten. Das machen die richtig gut. Ist natürlich international dann nie so schwierig wie in Deutschland. Aber ja. Ich würde sagen, einer der krassesten Schuhe, super detailreich, unten auch nochmal Patronen drauf, eine Zielscheibe oder was das ist. Das ist einer meiner Favorite-Schuhe. Super krass. Kommen wir dann zu zwei sehr, sehr besonderen Schuhen und zwar dem Off-White MCA. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Kenner wissen, wie krass der Schuh ist. Angezogen habe ich ihn dennoch nicht oft. Den hatte ich einmal an und den hatte ich, glaube ich, dreimal an. Der hier ist mir auch leicht zu groß. Das ist eine 9, glaube ich. Und das hier ist eine 8,5 oder. Das hier eine 8 und das eine 8,5. Deswegen der Blaue ist mir eine halbe Nummer zu groß. Und Easy Inzo rein, fertig. es ist aber auf jeden Fall ein crazy Schuh. Ein geiler Colorway, aber man kann den halt, wie ihr seht, nicht oft anziehen. Da das Video schon relativ lang geht, würde ich sagen, wir splitten das Ganze in zwei Teile. Und ihr bekommt die untere Reihe, wo auch noch unfassbare Schätze drin sind. Ne? Ich will hier jetzt nicht zu viel spoilern, aber da kommen noch ganz, ganz crazy Sachen. Sowas hier wie V-Lone Air Force und so. Deswegen bleibt gespannt. Ich mache die Reihe hier noch fertig und dann beenden wir das Video. Also es ist nur Part 1. Es ist wirklich, ich könnte safe 4, 5 Parts machen mit dem, was ich da hinten noch habe. Aber naja, wir bleiben erstmal hierbei. Dann habe ich hier einen Louis Vuitton Trainer Sneaker. Ich habe im letzten Sommer Louis Vuitton Trainer Sneaker auseinandergenommen. Ich hatte safe 4, 5 Paare, verschiedenste Colorways, habe mich dann aber irgendwie satt gesehen und dann kam der hier raus und hat mir sehr gut gefallen. Ich finde den OG immer noch am besten von denen. Ich sag for real, for real. Der OG ist immer noch der Beste. Aufgrund dieser Klettverschlussschnalle hier vorne und da habe ich gedacht, komm, den nimmt man dann auch noch mit. Dann ein Schuh, der wirklich auch super, super nice ist. Es ist ein Travis Scott Jordan 4. Stimmt, den habe ich eben in der Travis Scott-Reihe gar nicht gezählt. Deswegen, der gehört auch noch zur Travis Scott-Reihe. Ja, wie gesagt, Jordan 4 in so einem Blauton, innen sehr rot, gefällt mir super gut und hat so Wax Laces, einer der geilsten Schuhe auch in meiner Sammlung. Kommen wir dann zu einem Sneaker, den auch jeder von euch kennt. Das ist der Dion. Heavyweight, auch nice, so ein Sneakerhead so in der Sammlung zu haben. Aber auch stupid expensive. Jordan 1, den ich in meinem Leben wahrscheinlich dreimal anhatte oder so. Also ich stelle die Schuhe nicht hier hin, um die aufzubewahren und als Wertanlage oder so, sondern ich trage die wirklich. Ihr seht, ich hatte den halt auch dreimal an. Aber es gibt irgendwie nie so wirklich Anlässe, weil hier der zum Beispiel im Vergleich zum Fugazi, irgendwie wirkt der Fugazi fetter. Keine Ahnung warum. Und das stört mich bei dem hier, dass der so slim ist irgendwie. Und dieses Dior-Monogramm, da habe ich mich auch schon so ein bisschen satt gesehen. Das ist low-key so ein bisschen so Hypebeast-Shit. Deswegen, es ist ein geiler Schuh, gehört auf jeden Fall in die Sammlung. Ich würde den auch nicht verkaufen, aber getragen wird er dennoch nicht mehr so oft. Dann haben wir hier noch zwei Jordan 1er: einmal den Shattered Backboard und einmal den Reverse Shattered Backboard oder umgekehrt. Ich glaube, das hier ist der Reverse und das ist der Shattered Backboard. Wie gesagt, nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin kein fetter Collector, ich bin kein Basketballspieler oder Skater, je nachdem, ne? Ich liebe einfach nur die Ästhetik von diesen Schuhen, diese Colorways und deswegen muss man mich dann jetzt nicht so drauf festnageln. Das ist auf jeden Fall auch einer der nicesten Schuhe bei mir. Ich finde den Colorway so krass und dagegen wirkt der hier ernst dumm. Ich finde den hier tausendmal krasser als den. Ich finde den hier auch wenn er um einiges günstiger ist als der Dior John, finde ich den auch geiler, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, den habe ich auch sehr oft gerockt, wie ihr hier oben seht. Das ist auf jeden Fall ein Jordan 1. So Leute, die obersten vier Reihen bin ich jetzt durchgegangen. Die unteren vier kommen im nächsten Video. Am Samstag, ganz, ganz wichtig, kommt der Peso-Teaser zur Winterkollektion. Am Mittwoch kommt das Vorstellungsvideo zur Winterkollektion und darauf am Samstag kommt dann wahrscheinlich Part 2 meiner Sneaker. Leute, bleibt gesund. Schauen wir uns bestimmt auch das meiste davon an. Vielleicht sogar alles. Aber war nice. Grundsätzlich von seinen Sneakern, das ist den Sneaker, den ich am meisten finde, ist das der Sneaker, den ich auch habe. So, das ist der Air Force mit von Comme des Garçons mit Nike. Ich finde das der niceste Sneaker, weil ich habe den auch und ich würde auch nicht irgendwie sagen, boah, ich würde irgendeinen anderen Schuh von denen, die er gezeigt hat, mehr rocken als den. So. Easy. Easy, wirklich easy. Den, pff, ich würde den tot rocken.